Hallo zusammen. Heute Abend möchte ich euch eine schnelle, einfache Fliege zeigen. Und zwar solch ein Wire Spider oder Wire Nymphe für den Forellensee. Es kommt sehr oft vor an Forellenseen, dass die Forellen auf aggressive Farben gehen, aber dennoch auf sehr langsam geführte Fliegen. Den Körper der Fliege binden wir heute aus Draht. Draht gibt es in vielen verschiedenen Farben und Stärken, ist sehr robust und einfach zu verarbeiten. Als Häschel können wir sehr viele verschiedene Federn benutzen. Wir können ein Rebhuhn benutzen oder hier habe ich zum Beispiel ein Rebhuhn gefärbt in Orange. Das hier ist ein ungarischer Rebhuhn und das hier ist ein Rebhuhn aus England. Man sieht hoffentlich den Größenunterschied. Des Weiteren können wir Hennenpatches in verschiedenen Farben wählen. Indische, chinesische, ganz einfache. Hier ist nochmal einen schönen gelben Patch. Wir können da ganz viel auf die individuellen Farbwünsche der Forellen eingehen. Hier im oberen Bereich habe ich schon mal einige gebunden. Und wo ich jetzt gerade hier aufnehme, möchte ich euch doch dann den Spider mit einer anderen Feder mal zeigen. Nicht immer nur die klassischen, wie ich sie jetzt vorgestellt habe, sondern ich werde gleich mal nach hinten gehen, wenn ich die Kamera umbaue, und hole mir Perlhuhn. Perlhuhn gibt es auch mittlerweile schön in vielen Farben gefärbt. Und ich werde mal eine Nymphe damit binden. Fällt mir jetzt spontan ein. Und dann baue ich jetzt mal die Kamera um. Hier kommt jetzt ein Schnitt dann. Und bis gleich. Willkommen zurück am Bindestock. Ich habe eingespannt ein T10, ein Trockenfliegenhaken der Größe 8. Dieser ist für die Forellenseefliegen stabil genug. Als Bindefaden benutze ich ein Uni 6.0 in Schwarz. Ich habe mich für einen pinken Draht entschieden in der Stärke Brasi. Und wie eben schon gesagt, mache ich die Häschel aus Perlhuhn. Und hier habe ich mir welche in pink gefärbt ausgesucht. Die Fliege ist sehr schnell und sehr einfach gebunden, aber sehr effektiv. Am Thorax benutze ich noch ein wenig V-Gras zum Stabilisieren der Feder. Wir fangen an mit unserem Bindefaden. Nur im vorderen Bereich ein paar Windungen. Dort legen wir nun den Draht schön fest, gehen nach vorn und ich drehe nun den Bindestock und meinen Draht um den Körper. Natürlich dreht sich jetzt auch der Bindefaden mit, keine Angst. Bei der Hälfte angekommen, gehen wir wieder zurück und drehen weiter. Wenn der Widerhaken kommt, müssen wir ein klein wenig Zickzack machen. Ich mache es mal langsam. Zack. Wir gehen etwa so weit bis zum Widerhaken und gehen dann spiralförmig als Rippung wieder zum Anfang. Jetzt wickeln wir, habe ich den Haken? Naja, ein bisschen gerade gebogen. Jetzt wickeln wir unser Bindefaden wieder zurück und binden von unten den Draht
in sauberen Wicklungen genauso lange ein, wie wir am Anfang hier das kleine Stückchen zum Einbinden haben. Wir halten mit dem Bobbin gegen und drehen uns wieder den Draht ab. Gehen einmal mit einer Wicklung nach vorn und wieder ein Stück zurück. Jetzt binden wir für die Größe 2 Pfauengrasfibern ein. Und schneiden den Rest sauber ab. Diesem Pfauengras wickeln wir nun einen kleinen Bubbel und schneiden den Rest ab. Ich habe hier schon mal eine Feder unten vom Flaum befreit und jetzt schneiden wir nur noch die Spitze raus, damit man die besser einbinden kann. Dafür habe ich die Fibern nach hinten weggestreift. Und schneide mir die Spitze hier den Dreieck raus. Freihand, wie im Video, ist das ein bisschen zipperig, so dass ihr so ein kleines Dreieck habt. So, die Fibern, die jetzt nach vorne noch stehen, noch mal ein ganz klein wenig nach hinten und binde diesen Dreieck nun feste vorne ein. Hier habe ich jetzt einen sehr langen Kiel, da kann ich sehr schön die Feder greifen und wickeln. Ich streife sie ein ganz klein bisschen zurück. Fange den Kiel den Bindefaden ab, sichere mit 2 Wicklungen, schneid kurz ab und mache einen Kopfknoten. So. Mit einem bisschen Sekundenkleber sichere ich den Kopf. Und fertig ist eine schnell gebundene, aber sehr schöne und sehr effektive Nassfliege, Spider-Nymphe für Forellenseen. Man kann diese auch, habe ich jetzt noch im Kasten hier, Moment. Man kann diese auch natürlich mit einer Kopfperle machen und einen Thorax in Schwarz oder Thorax in Schwarz und dahinter nochmal ein Häschelkranz. Ne, da seid ihr euch überlassen. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Variationen für so eine Fliege zu binden. Sie ist sehr haltbar. Da kann ein Forellenzahn nicht viel ausrichten und langsam absinkend habe ich damit in Sels ja immer Fische gefangen. Nicht immer auf Pink, aber Pink war immer gut auf die großen Regenbogenforellen. Ich habe es auch in Rot und in Gelb und in Schwarz. Kommt ein bisschen auf die Tageszeit und die Tagesform der Forellen an. Aber ich bin mit so einer einfachen Fliege sehr zufrieden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden. Bis zum nächsten Mal. Euer Marco.